So, mit einem hängenden Stein hat alles angefangen und endet mit einem. Das ist unser fliegendes Luftschiff. Wir wollten so eine Steampunk-Richtung haben. Da haben wir darauf versucht zu achten, dass relativ viele Brauntöne noch oben drauf kommen. Was ist Steampunk nochmal? Steampunk, ja, das ist halt relativ viel mit Holz, Eisen und einfach so dampfmaschinenmäßig. Und da haben wir halt hier in der Mitte halt auch noch ganz viele so, ja, Generatoren und Schornsteine halt. Wir haben auch ein paar Details natürlich noch versucht einzubauen. Hier hat jemand sein Hähnchen versucht zu braten auf dem Schornstein. Ja. Okay. Was sagt ihr zwei? Ich finde die Verzierung oben toll, auch die Verzierung drumherum mit dem Gold. Ich hätte für Steampunk gerne noch mehr gesehen, noch mehr Details. Wir waren halt einfach nicht fertig. Mhm. Und das dann zu präsentieren, ist dann halt schon ein bisschen doof. Mhm, das ist nicht schön. Ja. Es ist halt riesig, eindrucksvoll, imposant, ja. Die Bautechnik oben vom Ballon ist halt schlau gelöst, weil er ist nicht besonders schwer. Nur dadurch kriegt man es überhaupt hin, diese ganze Masse da in die Luft zu kriegen. Aber wo ist denn der Steam? Ja, den gibt's nicht. Ja. Mhm. Also die Zeit, die wir nicht mehr hatten, weil Tobias und Josef die genommen haben, hätte gereicht. Also die halbe Stunde, die hätte es wirklich noch ausgemacht. Dann sagen wir vielen Dank an euch. Euer Applaus. War nicht so toll, fand ich. Oh, es dreht sich schon, es dreht sich schon. Guck mal, erste Funktion. Was gibt's noch zu entdecken? In der Präsentation werden wir natürlich so tun, als wenn alles gut ist und erstmal das einfach verkaufen, so wie wir es wollten. Ja, wir wollten einfach unser Empfinden von Ästhetik in Lego einmal umsetzen, in diesem Eisberg und eben auch die Natur zeigen. Und hoffen, dass vielleicht die Details und die Bautechnik einfach mehr ins Gewicht fallen als das Schiefe. Ich liebe Pinguine und ein großer Orca und auch die Lego-Figuren, die die Menschenwelt erkunden mit einem Tiefseeboot und einem Kutter, der auch Fische fängt. Genau, das ist unser Eisberg. Der Berg ist sehr schön gestaltet mit den ganzen kleinen Facetten, erreicht ja wirklich diese eisige Look. Die Pinguine sind auch sehr hübsch gestaltet mit dem Gelb und dem kleinen Schnabel. Eine Sache, die mir auffällt, sind die Proportionen zwischen Pinguin, Minifigur und Wal und Schiff. Die hätten stimmiger sein können in der Balance. Jetzt ist der Eisberg ja nicht besonders ausladend und hängt trotzdem noch ein bisschen schief. Ist das Schiff scheinbar ein bisschen schwer geworden. Und ihr habt es halt nicht mehr geschafft, hier hinten irgendwas ranzubauen, was optisch gut aussieht und trotzdem das so ein bisschen gerade macht wieder, ne? Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten wir uns um das Austangieren gekümmert. Der Wasserspiegel fehlt so ein bisschen. Der war ja geplant, ne, dass er zwischen Unterteil vom Modell und Oberteil vom Modell halt diesen schönen Wasserspiegel setzt. Das ist halt ein bisschen mager geraten. Es war für uns nicht das Entscheidende und es war gar nicht die Möglichkeit, das wirklich schnell aufzubauen. Ganz herzlichen Dank. Euer Applaus. Es sieht wieder wunderschön aus. Wir können echt stolz sein darauf, dass wir auch wirklich wieder alles umgesetzt haben, was wir wollten. Aber es ist halt schief. Philipp und Oliver. Wir haben hier zwei Kinder, nennen wir sie Lizzie und René. Die beiden sind eben alleine zu Hause und finden auf den Speicher zwei Heliumflaschen und fangen eben damit an zu experimentieren. Und die beiden übertreiben es aber so sehr, dass irgendwann das ganze Haus voll ist und die ganzen Luftballons schon aus dem Haus quellen und das Haus sich dann letztendlich vom Boden löst und dann letztendlich in diesem Zustand landet, nämlich fliegend. Ihr habt ein Modell gewählt, was nicht symmetrisch ist, trotzdem wirklich gut in der Waage hängt. Und den Rest habt ihr ganz clever unten mit dem Erdreich ausgeglichen und somit ein schönes, gleichmäßig hängendes Gesamtkunstwerk geschaffen.
eure Grundidee ist, dass wir, René und ich, hier schon im Abflug sind mit dem Haus. Ne? Von daher wären größere Ballons ganz gut gewesen. Also ich finde die Kritik absolut verständlich und ich finde, Sie haben recht. Vom Detail und der Ästhetik ist es wirklich wunderschön. Bei Philipp und Oliver kann man sich das Haus wirklich sehr lange anschauen, entdeckt immer wieder neue Details. Mit den kleinen Anschlüssen, die Türrahmen, die Verzierung, die Heliumflasche ist da. Eben auch, die wirklich diese Geschichte richtig rüberbringen und die Emotionen in dieses Haus, das gleich abhebt. Vielen Dank, Jungs. Euer Applaus. Ich kann die Kritik voll nachvollziehen, aber bin super happy, dass Ihnen das aufgefallen ist, dass wir uns da viel Mühe gegeben haben. Und das finde ich einfach super. Der Papagei. Hängen tut er schon mal. Soweit mein Fachurteil. Aber fangt ihr erst mal an. Das ist Bert. Bert ist ein Gelbbrustader. Bei Bert war uns besonders wichtig, dass wir versuchen, diesen Ader so natürlich wie möglich in seinem Anflug darzustellen. Bert isst natürlich am liebsten auch Kekse. Und natürlich auch Kirschen. Also Kirschen isst er auch besonders gern. Beim Bau war uns wichtig, mit möglichst einfachen Steinen möglichst viel Naturgetreues nachzubilden. Ja, wir haben so viel Bautechnik wie möglich, wie uns möglich war, da reingepackt. Und dann habt ihr euch eine halbe Stunde vor Schluss so richtig beliebt gemacht bei den anderen, schätze ich. Aber das hat ja mit eurem Bauwerk nichts zu tun. Deswegen bin ich gespannt, was Lissi und René sagen. Bitte. Der Papagei ist erstmal mit der Flügelspannweite wirklich beeindruckend. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Federkleid gesehen. Noch ein bisschen mehr Rundung hier an der Unterseite auch, einfach um ihn noch mal schöner zu machen. Die Schwanzfedern, die sind schon wirklich arg flach und B auch wirklich 5 gerade Striche. Wir haben uns entschieden, den Basser zu drücken. Genau. Jetzt müssen wir das Ergebnis hinnehmen. Das ist sachlich vollkommen richtig zusammengefasst. Sorgt der Papagei für eine Bruchlandung bei Josef und Tobias? Ein Team muss heute gehen.